Herr Brandt. Also ich kann sagen, dass es so wie es jetzt ist, mir persönlich eigentlich am besten gefällt. Man könnte vielleicht darüber nachdenken, ob man den fünften Satz dann noch komplett ausspielt. Ja, also ich glaube, dass es wahrscheinlich den Spielern schon entgegenkommen würde, ja, wenn man jetzt nicht das komplette Wochenende, wenn es ganz fies läuft, drei Matches hat und dann auch noch dreimal fünf Sätze spielt, das ist schon ziemlich hart. Also, aber ich würde sagen, grundsätzlich würde ich nicht großartig was ändern. Gibt es noch Fragen von Ihnen? Herr Kohlmann hat vorhin angesprochen, dass Herr Struff im Einzel erfolgreich war, aber der war, glaube ich, auch ein doppelter Erfolg mit dem Partner, mit dem ganz Jungen, der hier vielleicht eine Premiere feiert. Herr Masur, wie geht es Ihnen heute? Ich bin ja zuerst einmal versuche ich hier im Laufe der Woche möglichst viele Erfahrungen und Eindrücke für mich selbst mitzunehmen. Ja, war bisher sehr angenehme Zeit mit dem Team. Ich wurde sehr, sehr herzlich aufgenommen. Also der Anschluss fällt mir auch sehr, sehr leicht, muss ich sagen. Sehr viele angenehme Charaktere um uns herum. Und ja, ich freue mich natürlich riesig aufs Wochenende. Kann es kaum erwarten, dass es dann morgen losgeht. Heute noch einmal Training. Und ja, ich denke, wir haben uns optimal vorbereitet, treten geschlossen auf. Und ja, denke, wir können positiv nach vorne schauen. Wenn Sie gestatten, würde ich noch eine Frage an den Kapitän stellen. Wir hatten gestern einen gemeinsamen Abend mit dem polnischen Team Dinner, wunderbare Einrichtung der ITF. Da wurde der Team-Spirit angesprochen. Das ist ja so eine schwierige Situation, als Individualist auf einmal im Team aufzutreten. Sagen Sie was zum Team-Spirit. Ich glaube, dass man das, also wer uns jetzt die Woche hier erlebt hat, der hat das gesehen, dass wir uns alle sehr, sehr gut verstehen. Wir kennen uns alle extrem gut. Man hat einen ganz guten Mix hier. Zwei Westfalen, zwei Bayern. Ich als Westfale, der in Bayern lebt, also kann ich dann auch mal sprachliche Probleme irgendwo meistern bzw. regeln. Ich glaube, dass nicht nur das Team, was jetzt hier sitzt, sondern auch das Team drumherum, unser Physiotherapeut, Arzt, Carlo, ja, alle, ich möchte jetzt auch keinen vergessen, Dirk, dir natürlich, wir verstehen uns gut. Ich glaube auch, dass die Spieler das immer wieder auch nach den Wochen sagen, dass es eine extrem gute Woche war. Philipp Kohlschreiber zum Beispiel, der jetzt leider nicht dabei ist, bleibt mir noch so in Erinnerung, hat nach der 2-3-Niederlage in Hannover gesagt, das war die beste Woche, die er je hatte, und das nach einer 2-3-Niederlage. Also ich glaube, ja, das ist unser Anspruch auch vom Team, dass wir den Spielern was Besonderes bieten, dass es immer wieder auch für sie einen Anreiz hat, diese Wochen an diesen Wochen teilzunehmen.